Wir sind in Hockenheim zum letzten IDM-Lauf des Jahres 2011 und wir kümmern uns um die IDM Superbike. Hier sehen Sie es nochmal, also letzte Saisonstation der Hockenheimring, die letzte Ausfahrt in dieser Saison. Und wir wollen uns jetzt, wie gesagt, mit der IDM Superbike beschäftigen. Eigentlich stehen ja immer zwei Läufe auf dem Programm. Aber diesmal war der Rennsonntag einfach komplett chaotisch und deshalb wollen wir uns das Ganze jetzt hier anschauen. Es gibt also nur ein Video zur IDM Superbike. Warum, wieso, weshalb und wie das alles so kam, das gibt es jetzt also auch hier in diesem Video noch mit, denn wir haben eine Menge Zeit. Wir hatten insgesamt an diesem Sonntag eine Menge Zeit. Jetzt schauen wir erstmal rein in die Startaufstellung. Martin Bauer, der Meisterschaftsführende, gleich mal ganz vorne, 1:26.915 im Training und damit fast eine halbe Sekunde schneller als die Konkurrenz gewesen, nämlich 0,421 Sekunden Vorsprung auf Damien Catlin, auf den Gesamtdritten, und der hat ja schon 42 Punkte Rückstand. Hier haben wir ihn im Bild, den sympathischen Australier vom Alpha Technik Fansung Kraftwerk BMW Team. Er also noch ohne Sieg in dieser Saison, aber aufgrund der Konstanz einfach immerhin noch ein Meisterschaftskandidat. Wie gesagt, Rang 3 in der Gesamtwertung für ihn, hier Startplatz 2. Dann kommen wir zu Karl Muggeridge, dem noch amtierenden deutschen Meister von der Holzhauer Racing Promotion. Sein Team Startplatz 3 und ohne Sieg in diesem Jahr, trotzdem Meisterschaftszweiter mit 40 Punkten Rückstand auf Martin Bauer. Also er braucht dann doch schon ein kleines Wunder, genau wie alle anderen. Da dürfte eigentlich bei Martin Bauer nichts mehr schief gehen. So dachte man hier vor diesem ersten Rennen, beziehungsweise vor diesem Startprozedere des ersten Rennens. Stefan Nebel auf Rang 4 in der Startaufstellung. Sie sehen es, drei Rennen musste er in dieser Saison verletzungsbedingt auslassen. Hier Startplatz 4, 1:27.506, 0,591 Sekunden zurück. Und Sie haben es schon gesehen, viele Diskussionen in der Startaufstellung. Kommen wir gleich nochmal dazu. Matthäus Mörsch auf der nächsten KTM auf Position 5, 1:27.515, 0,6 Sekunden platt langsamer als sein Markenkollege als Martin Bauer auf der Pole Position. Barry Wenemann auf der BMW mit der Startnummer 7 auf Position 6, 0,730 Sekunden sein Rückstand in der Startaufstellung. Und wir kommen zum Siegplatzierten, das ist Michi Ranseder. Die letzten beiden Rennen am Red Bull Ring ja gewonnen, insgesamt ja auch schon 4 Siege in dieser Saison, aber eben auch einige Ausfälle. Gareth Jones mit der 87 auf Position 8, 1:27.906, und wir hatten ja gerade Michi Ranseder im Bild, der hat 48 Punkte Rückstand in der Gesamtwertung, also da dürfte eigentlich auch nicht mehr viel gehen. Gisbert van Genhoven mit der 82 auf der BMW unterwegs auf Startposition 9, 1,059 Sekunden allerdings schon sein Rückstand, also doch schon relativ gewaltig und groß. So, damit gehen wir weiter in der Startaufstellung und zwar zu dem jungen Mann hier, Loris Bass vom Team Yamaha Motor Deutschland, Gaststarter hier am Wochenende, Sie sehen es, das ganze Jahr nicht gefahren, ist ja ein alter Bekannter aus der Superbike-Szene, aus der Superbike-WM, Supersport-WM, dort also auch unterwegs gewesen. Sascha Hommel, der Teamkollege, auf Position 12, eigentlich 12. eigentlich, aber hier in der Startaufstellung auf Position 11. Und auf Position 12, da ist Philipp Altendorfer vom Wilbers BMW Racing Team. Er also vorgerückt, wäre eigentlich 13. gewesen, denn Ari Voss vom Wilbers BMW Racing Team, der Gaststarter, der wurde um 4 Plätze nach hinten versetzt. Der wäre nämlich eigentlich von Position 11 gestartet, aber der hat die Mepulettenregel verletzt und deshalb also nach hinten versetzt. Kevin Barr ebenfalls noch unterwegs, hier Roman Stamm hatten wir im Bild gehabt, auf 14, Kevin Barr auf Position 16, und wir schauen auch noch mal etwas weiter hinten, und zwar Jörg Teuchert auf Position 18, 1:29.045, 2,13 Sekunden Rückstand, und es ist ja das letzte Wochenende auf der Yamaha. Dann schließt sich dieses große Kapitel, dieses erfolgreiche Kapitel bei Jörg Teuchert in Sachen Yamaha, und Marc Wildesen haben wir auch noch, und er mit der Startnummer 4 auf Position 19 wird er also hier in das Rennen gehen. Sie sehen es, 21 Runden waren angesetzt, der Himmel relativ trüb und es war natürlich auch hier und da noch ein bisschen nass. Martin Bauer, wie gesagt, die Pole Position vor Damien Catlin.
Duncan Muggeridge, also die ersten drei der Gesamtwertung auch auf den ersten drei Plätzen. Nur Katlin Muggeridge hatten die Positionen dort getauscht. Dann Smirsch, Wenemann, Ranseder und Gareth Jones in Reihe 2. Und dann Gisbert van Ginhoven, Loris Bass. Und dann hätten wir eben Ari Voss gehabt auf der 11. Sascha Hommel allerdings dann vorgerutscht auf die 11. Und Philipp Altendorfer auf Position 12 gerutscht. Tja, und wir können uns noch ein bisschen umschauen, denn es tat sich erstmal gar nichts. Es wurde hier verschoben und verschoben, der Rennstart. Erst hieß es mal 10 Minuten, dann hieß es, wir fahren mal 3 Einführungsrunden. Also die Motorräder wurden komplett aus der Startaufstellung rausgeschoben. Dann fuhr man 3 Einführungsrunden und Sie sehen es, es ist nass. Da hinten kam das schöne Wetter, aber es ist eben noch nass auf der Strecke. Und im Yamaha R600 Cup, da gab es ja 2 Abbrüche und dabei verlor wohl die ein oder andere Maschine etwas Benzin. Also man hörte, dass Benzin auf der Strecke liegt, dann hieß es mal, es ist Öl, also es wird irgendein Gemisch gewesen sein und das auf einer Länge von ungefähr 500 Metern. Dann brauchte man Bindemittel und da hat man so viel auf die Strecke geschmissen, dass das alles schön breit gelaufen ist und die Spur ja eigentlich komplett bedeckt war von diesem Bindemittel und es war an sich unfahrbar gewesen, sagten die Fahrer und deshalb hat man sich eben entschieden, das Rennen hier letzten Endes ja mit großer Verspätung zu starten. Dann ging es, wie gesagt, rein in eigentlich 3 Besichtigungsrunden, 3 Warm-Up-Laps. Und in der zweiten Warm-Up-Lap, da sah das Ganze dann so hier aus. Alle schön nebeneinander, schön am Diskutieren, da hat man sich verständigt. Und dann schauen Sie mal auf Martin Bauer und auf alle anderen. Da heben Sie die Hände und fahren geschlossen wieder in die Boxengasse hinein. Dann hieß es also warten, warten, warten. Und letzten Endes, ja, kam hier eine Verzögerung von letzten Endes, ja, über 3 Stunden war das dann schon, beziehungsweise das Superbike-Rennen 1 wurde komplett gecancelt. Und das heißt, Martin Bauer, den wir hier gerade in die Boxengasse gefahren haben sehen, ja, der ist deutscher Meister kampflos, denn es gibt nur noch ein Rennen. Und damit sind nur noch 25 Punkte zu holen. Er hat 40 Vorsprung. Heißt, egal was passiert, da ist nichts mehr drin. Hier sehen wir es. Das war die Entscheidung, dieses erste Superbike-Rennen komplett zu canceln. 15.45 Uhr, da war dann das Ergebnis des zweiten Superbike-Laufes aktuell. Eigentlich sollte das Ganze ja hier circa um 11 gestartet werden. Und das zweite Rennen, wie gesagt, 3:15 Uhr, 15.45 Uhr, da wurde das Ergebnis rausgegeben. Und das war dann auch das zweite Rennen des Tages nach dem Yamaha R6 Dunlop Cup. Und das hieß also, man hatte eine Menge Verspätung. Es passierte nicht allzu viel auf der Strecke. 2x10 Minuten freies Training für die 125er und für die Supersportler. Und dann letzten Endes ging es irgendwann mal weiter mit dem zweiten Superbike-Rennen. Sozusagen das einzige an diesem Tag. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, denn es ging dann tatsächlich irgendwann mal, nachdem gähnende Leere auf der Strecke herrschte, lange, lange Zeit, ungefähr wie gesagt 3 Stunden, ging es dann doch mal rein ins zweite Superbike-Rennen. Wir sehen die Warm-Up-Lap. 15 Runden wurden dann nur noch gefahren, also alle Rennen, die an diesem Tag noch stattfinden sollten, und es waren ja alle, bis auf das erste Superbike-Rennen, was ja eben abgesagt wurde, und der ja mal R6 Dunlop Cup, der ja schon stattgefunden hatte und weshalb es ja dann letzten Endes auch die Verzögerungen gab. Die wurden gekürzt, die Superbikes, die 125er fuhren 15 Runden, die Supersportler, die fuhren beispielsweise nur noch 12 Runden. Jetzt schauen wir allerdings rein in dieses einzige und letzte Saisonrennen der IDM Superbike hier auf dem Hockenheimring 2011. Und damit also rein, wenn das Safety Car hier oder das Medical Car hier hinter dem Starterfeld steht, dann kann es endlich losgehen. 28 Motorräder am Start und in der ersten Runde gleich mal Karl Muggeridge vor Damien Cutlin und Michi Ranseder. Dann haben wir Stefan Nebel und Martin Bauer auf der 5. Position. Also er lässt es natürlich ruhig angehen, beziehungsweise er kann es eigentlich ruhig angehen lassen. Dann hatten wir Smirsch noch gesehen und das müsste dann auch noch Gareth Jones gewesen sein, der da eben so noch dabei ist. Und hinten, das ist André Marcevic mit der Startnummer 23. Er rutscht also hier in der Sachskurve weg. Irek Sikora mit der 10 haben wir hier auch noch auf langsamer Fahrt im Bild gehabt. Und hier also der Ausfall von André Marcevic
vom Vector Racing Team. Da hatte man ja, ja, der einen Seite, hier sehen wir es nochmal, also irgendwie eiern sie da ganz schön alle rum. Ja, und dann letzten Endes rutscht ihm da das Motorrad weg. Also irgendwie eine ganz, ganz komische Situation. Jeder ist dort richtig langsam unterwegs gewesen und bei ihm war es dann irgendwie zu langsam. Die Schwerkraft hat gesiegt. Vorne an der Spitze allerdings keine Veränderung. Da haben wir Ranseder auf 3, davor Damien Cutlin und Karl Margaritsch. Martin Bauer allerdings jetzt auf der vierten Position vorbei an Stefan Nebel. Dann haben wir Smirsch, dann Jones, dann haben wir Altendorfer, Wenemann, Jörg Teuchert, Sascha Hommel und dann müsste das Loris Bass gewesen sein. Mit der Startnummer 65, die Fankemoyen, haben wir ebenfalls gerade durchs Bild fahren sehen. Mit der Ducati haben wir auch noch das ein oder andere Mal hier im Bild. Er vertrat ja den verletzten Dario Giuseppetti. Martin Bauer, der neue deutsche Meister 2011, setzte sich dann also mal hier auf die dritte Position. Angriff von Cutlin, das hat nicht funktioniert. Also Margaritsch bleibt vorne vor dem zweiten Australier, vor Damien Cutlin. Und hinten haben sie es gesehen, da ist Matej Smirsch ausgeschert. Die ersten vier schon eine ganz, ganz kleine Lücke zum Rest des Feldes. Und wir haben es auch gleich nochmal im Bild. Für Matej Smirsch war das Rennen hier bereits in der dritten Runde beendet. Also das sieht nach einem technischen Defekt aus. Da geht irgendwie nicht mehr allzu viel. Und damit schon der vierte Ausfall. Marcevic, Sikora, Andreas Schäfer mit der Startnummer 90. Er ja Gaststarter gewesen, ebenfalls raus. Und Matej Smirsch ebenso raus hier in dieser dritten Runde. So, Angriff Damien Cutlin auf der Bremse gegen Karl Margaritsch. Das hat erstmal funktioniert, aber kann die Linie nicht halten. Und deshalb fällt er zurück auf 2, beziehungsweise auch Martin Bauer ist da schon richtig nah dran. Und hier hatten wir auch Jörg Teuchert gesehen. Und hier Sascha Hommel, Loris Bass in der Verfolgung. Kevin Barr haben wir hier. Und hier haben wir die 83 nochmal durchs Bild fahren sehen. Das ist also Didier Fankemoyen, der in diesem Jahr irgendwie nicht so richtig sesshaft wird beim Team Suzuki Meyer in der IDM Supersport auf der Suzuki angefangen. Dann ist er mal in der Supersport auf eine Yamaha vom Racing 53 Team gewechselt. Dann hat er mal ausgesetzt und jetzt ist er in der IDM Superbike wieder angekommen. So, Margaritsch auf Position 2 zurückgefallen. Michi Ranseder hatte dort die Führung übernommen. Dann Martin Bauer und wir schauen, wo ist denn Damien Cutlin? Der ist zurückgefallen hier hinter Nebel um Jones vor Jörg Teuchert, Philipp Altendorfer und Barry Wenemann. Also für ihn ging es deutlich nach hinten nach diesem guten Start, nach dieser guten Anfangsphase im Rennen. Und nachdem er da kurzzeitig mal probiert hatte, an Karl Margaritsch vorbeizugehen, dann doch relativ weit hintergefallen. Ist da im Moment also mal auf Position 6 müsste das sein. Hier haben wir die 66, Branko Sredanov aus Zwolle, aus den Niederlanden. Er hatte hier also auch zu kämpfen, um hinterherzukommen. Martin Bauer weiter auf der 3, dann Nebel, Jones, Cutlin, Teuchert, Altendorfer und Wenemann. Da hat sich überhaupt nichts getan, aber Sie sehen schon, Karl Margaritsch mächtig unter Druck vom neuen Meister von Martin Bauer. Also Karl Margaritsch seit dem Sachsenring 2010 hat es nicht mehr geklappt mit einem Laufsieg, aber er war eben konstant unterwegs, immer mal wieder aufs Podium gefahren, eigentlich nie schlechter als 5, außer am Salzburgring, da hat es überhaupt nicht hingehauen. Ja, und deshalb war er hier als Zweiter der Gesamtwertung an den Hockenheimring gereist und hatte noch theoretische Meisterschaftschancen mit 40 Punkten Rückstand. Jetzt Martin Bauer vorbei am Australier und Damien Cutlin ebenfalls hinter einem Australier unterwegs. Also Australien, die dominieren hier ebenso wie die Österreicher die IDM Superbike. Stefan Nebel, er als einziger Deutscher dort vorne in der Spitzengruppe vertreten. Jörg Teuchert, es ist das letzte Rennen auf der Yamaha im Team von Michael Galinski. Und hier Kevin Waag gegen Didier Fankemoyen. Fankemoyen bleibt da erstmal vorne, beziehungsweise kann sich da im Moment mal hier durchsetzen gegen den Holzhauer-Piloten Kevin Waag, der auch eine schwierige Saison in der IDM Superbike hinter sich hatte. Aber es hat eben dann doch immer mal geklappt mit Punkten. Trotzdem, er hat sich sicherlich auch etwas mehr dort versprochen in diesem Jahr in der IDM Superbike, aber das ist ausbaufähig und da kann es vielleicht im nächsten Jahr auch noch ein bisschen nach vorne gehen, denn es ist ja nicht klar, was mit allen wird, Margaritsch beispielsweise oder auch Martin Bauer, für ihn ist es ebenso das letzte Superbike-Rennen in der IDM Superbike, vorerst zumindest mal, er wird ein Jahr Pause mal machen,
in der IGM, wird die RC8 weiterentwickeln und dann wird er auch wieder auf der Rennstrecke unterwegs sein. Vielleicht ja auch in der IGM. Also das werden wir alles mal abwarten müssen. Auf jeden Fall hat er diese Saison gekrönt mit dem Titelgewinn, nachdem es ja in Hockenheim im letzten Jahr hier so katastrophal lief für ihn. Also eigentlich ja nicht. Es war ja ein perfektes Wochenende, wenn da nicht der Spritmangel im ersten Rennen gewesen wäre. Und dadurch ja, ist er dann letzten Endes nicht Meister geworden, sondern Karl Margaritsch. Das hätte trotzdem wohl geklappt für Martin Bauer, wenn das eben nicht passiert wäre. Karl Margaritsch bekommt Druck von Stefan Nebel. Also die KTM, das ist schon im Motorrad, das den Ton angegeben hat in dieser Saison in der IDM Superbike zusammen mit den BMWs und alle anderen Maschinen, also die Hondas oder die Yamahas oder natürlich auch die Suzuki. Das waren dann doch nicht ganz so die Ergebnisse, die man sich gewünscht hatte. Beste Suzuki im Feld hier in diesem Rennen, Roman Stamm. Aber auch er hat da deutlich zu kämpfen, um den Anschluss zu halten. Und ganz, ganz hinten, da waren es dann beispielsweise Steven Michels, Karl Bertelsen aus Norwegen, die da also auf den Suzuki auf den letzten Plätzen unterwegs waren. Genau wie Robbie Budgen aus Deutschland. Auch wenn es nicht so klingt, aber er war ja hier fürs Team Suzuki Alba Bischoff unterwegs gewesen. So, vorne an der Spitze in der 10. von 15 Runden, Ranseder und Bauer. Dieses Duell kennen wir ja schon vom Red Bull Ring. Da war es genau die Reihenfolge und das zweimal in Folge. Da gab es den Doppelsieg für Michi Ranseder und Martin Bauer. Mit den zweiten Plätzen konnte er natürlich gut leben. Ist da mit einer komfortablen Führung hier nach Hockenheim gekommen. Hier Rutscher, hat man da ein Bild von, das müsste Ari Voss gewesen sein, vor Gisbert van Ginhoven. Und hier Didier Franke 9 auf der Ducati. Dario Giuseppetti war auch am Wochenende hier unterwegs gewesen, aber natürlich nur auf Rücken bzw. zu Fuß, soweit es eben die Füße zuließen. Also an Fahren ist da nicht zu denken. Und dann der nächste Ausfall, Kevin Waar, für ihn die Superbike-Saison jetzt auch beendet, hier in der 11. Runde, bzw. ja, Ende der 10. Runde. Das aus für ihn. Und vorne an der Spitze die beiden Österreicher mit einem Höllentempo. Da konnte niemand mehr folgen. Auf 3 jetzt Stefan Nebel, dann Margaritsch. Also Stefan Nebel zum Abschluss der Saison vielleicht nochmal einen Podestplatz. Das wäre natürlich eine feine Sache. Loris Bass direkt hinter Jörg Teuchert. Hier haben wir Sascha Hommel vor Roman Stamm. Und dahinter dann, das müsste Erka Korpiao gewesen sein aus Finnland. Und hier Branko Sredanov mit der 66 auf der Yamaha. Immer noch am Ende des Feldes. Da wird sich auch bis zum Rennende nichts mehr tun. Der Rückstand doch schon zu groß. Wir sind ja schon in der Schlussphase. Martin Bauer auf Position 2. Klar, der möchte sich natürlich standesgemäß verabschieden. Aber Michi Ranseder nach dem Umstieg aus der IDM Supersport in die IDM Superbike. Genau wie Damien Cutlin, den wir hier im Bild haben vor Gareth Jones. Super zurechtgekommen, eine klasse Saison gefahren. Alle beide. Und Roman Stamm. Er musste ein paar Rennen auslassen. Da gab es Überschneidungen mit der Supersport-WM, wo er ja ersatzweise unterwegs war. Und dann passten auch die Ergebnisse nicht ganz so gut ins Bild für ihn. Marc Wildissen ebenso. Am Saisonbeginn, verletzungsbedingt, konnte er da nicht mitfahren. Am Sachsenring ging es dann für ihn rein in die Saison. Hier haben wir die Suzuki im Bild und hier auch Steven Michels mit der Suzuki. Also 3 Suzuki hintereinander. Stefan Schrammel dann auf der BMW vom Polizeisportverein Welz war dann ebenso noch hier am Ende des Feldes mit unterwegs gewesen. Bauer bremst sich ran an Ranseder, aber da gibt es eigentlich keine echte Chance, mal irgendwo zu probieren. Denn Ranseder, ja, fuhr konstant vorne an der Spitze. Immer so vor Martin Bauer, dass es keine echte Attacke geben konnte. Und wie von Geisterhand ging also die Strecke jetzt hier doch vor dem Start dieses Rennens. Hatten dann viele noch gesagt, naja, es ist zwar besser als
zum ursprünglichen Termin als Rennen 1 stattfinden sollte, aber richtig gut ist es halt auch noch nicht. Da muss man höllisch aufpassen. Aber davon war jetzt hier zumindest nichts zu sehen, nichts zu merken. Die Superbiker lieferten eine gute Show. Aber wie gesagt, die Meisterschaftsentscheidung ist durch. Martin Bauer, er wird den Titel 2011 hier nach dem Rennen in Sachen Pokal und Siegerehrung natürlich bekommen. Vorne an der Spitze in der vorletzten Runde immer noch das Duell der beiden Österreicher, Ranseder gegen Bauer. Aber das sieht im Moment so aus, als ob die BMW vorne bleibt. Loris Bass konnte sich dann hier durchsetzen gegen Altendorfer und gegen Jörg Teuchert. Und das wurmt Jörg Teuchert, der ja zum Wilbers-Team auf eine BMW umsteigen wird. Wechseln wird in der IDM Superbike sicherlich schon ein bisschen. Aber von Startplatz 18 ging es zumindest mal noch vor auf einen Top-10-Rang, nämlich im Moment mal Rang 10, Gisbert van Genhoven auf Position 11 dahinter. Und wir sind sozusagen jetzt hier schon fast in der letzten Runde, während wir hier also nochmal den Finnen Kuparinen sehen auf der BMW. Wenn wir jetzt auf die letzten Meter der IDM Superbike-Saison schauen, Ranseder deutlich jetzt vor Martin Bauer, also zumindest so deutlich, dass da nichts mehr anbrennen wird, wenn er das Motorrad jetzt nicht noch irgendwo versenkt in der Sachskurve oder in den letzten paar Kurven oder halben Kurven. Das sieht gut aus und er hat am Ende auch über die Bühne gebracht vor Martin Bauer und ihm hier vor Stefan Nebel. Also Glückwunsch auch an ihn. Es hat nochmal geklappt mit einem Podestplatz. Altendorfer direkt vor Jörg Teuchert, der danach mal ein bisschen andere Linie versucht, vielleicht nochmal mit Schwung rauszukommen. Aber hier, da wird es zu eng. Dann wird es nichts mehr, der Abstand schon zu groß. Und jetzt muss er sogar hinten schauen, dass Gisbert van Genhoven auf der BMW nicht noch vorbeikommt. Das passiert nicht. Und deshalb wird Jörg Teuchert auf seinem letzten Rennen oder bei seinem letzten Rennen auf der Yamaha am Ende 10. Loris Bass vom Yamaha Motor Deutschland Team von Michael Galinski auf Position 8. Und Steven Michels haben wir im Bild vom Team Suzuki Alba Bischoff auf Position 20 wird er dieses Rennen beenden. Und damit sind sie durch. Hier alle das letzte Superbike-Rennen der Saison 2011. Insgesamt 28 gestartet, 23 sind ins Ziel gekommen. Wir hatten es ja schon angesprochen. Marcevic, Sikora, Schäfer, Smirsch und Wahr waren draußen. Jetzt schauen wir auf das Ergebnis und haben also Ranseder vor Bauer, Nebel, Muggeridge, Katlin, Jones, dann Winnemann, Bass, Altendorfer, Teuchert, van Genhoven, Hommel auf der 12, Ari Voss auf 13, Roman Stamm und RK Korpiau. Hier haben wir den Sieger, Michi Ranseder und Stefan Nebel, der sich über Position 3 freut. Und Martin Bauer, der Meister, zusammen mit seiner, ja, man muss noch sagen, zu diesem Zeitpunkt Freundin. Aber ich lasse sie dann auch gleich mit den Eindrücken alleine und sie sehen dann eine Situation. Sie sehen dann Martin Bauer und Freundin zusammen eng umschlungen und das ist dann auch genau das, wonach es aussieht. Also auch da nochmal Glückwunsch an die beiden. Glückwunsch zum Titel, Glückwunsch zu einem guten Wochenende und Glückwunsch natürlich auch dann zur anstehenden Hochzeit. Er hat gesagt, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt und das war irgendwie eine passende Situation in passender Zeitpunkt und von daher auch von mir nochmal alles Gute den beiden. Wir freuen uns natürlich drauf oder würden uns freuen, wenn wir Martin Bauer irgendwann mal hier wieder sehen. Er wird dem Motorsport natürlich erhalten bleiben. In welcher Form genau, das werden wir alles natürlich dann irgendwann mal mitbekommen. Wie gesagt, er wird sich aus der IDM vorerst mal verabschieden, wird die RC8 weiter nach vorne bringen und ja, dass er das, denke ich, ganz gut kann. Das hat er mit dem Meistertitel bewiesen in diesem Jahr. Und natürlich auch schon über die Jahre hinweg ein richtig feiner Sportsmann. Also es hat Spaß gemacht mit ihm, es hat Spaß gemacht, die IDM Superbike-Saison in diesem Jahr zu verfolgen. Ihn
und euch das näher zu bringen. Und wir schauen nochmal auf die Gesamtwertung. Also Martin Bauer, der Meistertitel mit am Ende 43 Punkten Vorsprung vor Michi Ranseder, der sich den Vizetitel holt. Dann Karl Margaret, Damien Cutlin auf der 4. Dann haben wir Matthijs Mirsch, Jones, Teuchert auf der 7. Dario Giuseppetti, trotz vieler verpasster Rennen auf Position 8. Van Genhoven, Nebel am Ende 10. Altendorfer, Wenemann, Hommel, Roman Stamm und Freddy Papunen. Das sind die Top 15. Und man kann nicht mehr,